Jo Freunde, was geht ab? Und willkommen zu einem neuen Part von News Time. Wir beginnen leider mit einer schlechten Nachricht. Und zwar hat sich das Spiel Animal Crossing Amiibo Festival für Smartphone verschoben. Nintendo hat in einem Finanzbericht es somit erklärt, dass sie das Spiel verschoben haben wegen Fire Emblem Heroes. Damit, Fire Emblem nicht die Show von Animal Crossing stiehlt. Warum Fire Emblem nicht verschoben wurde, dafür Animal Crossing, weiß man nicht. Sehr verwunderlich. Animal Crossing wurde ja schon einmal verschoben, soweit ich weiß. Und jetzt noch einmal. Sehr schade das Ganze. Wann genau es rauskommt, weiß man nicht. Einfach abwarten und Tee trinken. Wir hoffen, dass es einfach am schnellsten kommt. So, Super Mario Run wird einfacher. Was? Ja. In der neuesten Version 1.1.0 gibt es einen Anfängermodus. In diesem Anfängermodus gibt es weder Zeit noch Luftblasenlimit. Ja, fantastisch. Allerdings gibt es in diesem Modus einen Nachteil, denn der Spieler darf nicht die gesammelten Münzen behalten. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall, braucht doch keiner, also es ist doch gar nicht so heftig schwer, also hab das Spiel durch und fand es jetzt nicht so krass enorm schwer, ja. Aber, okay. So, die größte Veränderung in den Update ist auch noch, dass die zahlreichen Toads, die der Spieler bei einer Niederlage im Rallies verlieren, werden reduziert, damit es einfacher ist und langfristig die gesammelten Toads zu erhöhen. Also wenn man verliert, dass man nicht gleich minus, hey, du hast 30 Toads verloren, sondern sagen wir, hey, du hast nur 15 Toads verloren. Finde ich ganz sinnvoll, aber mir hat eigentlich das so gefallen, wie es war. Warum Nintendo das jetzt ändert, sollen die wissen. Nintendo hat im Weihnachtsgeschäft Gewinn gemacht. Ja, und zwar das Doppelte als im letzten Jahr. Und warum, fragt ihr euch natürlich? Und zwar Pokémon, das heilige Pokémon der Welt, hat Nintendo das Zweifache vom letzten Jahr im Weihnachtsgeschäft hergebracht. Der Hype, denke ich, geht immer noch davon Pokémon Go aus. Und die Leute hatten einfach mal Bock auf ein echtes Pokémon mit 3DS zu kaufen. Deswegen hat sie auch der 3DS und Pokémon so super verkauft. Der Nintendo-Präsident Kimishima hat in einem Investorentreffen vor knapp 2 Wochen geäußert, dass die Vorbestellungen der Nintendo Switch gut seien. Er hat nur gesagt gut. Kimishima sagte allerdings auch noch, dass die Produktion der Nintendo Switch erhöht wird, aber auch seit dem ersten Tag mit Gewinn verkauft wird, also so wie sie es wollten. Und wie viel es sich erhöht wird, wurde nicht gesagt, also wahrscheinlich, wenn es nicht erwähnt wird, nicht sehr viel. Ja, er hat bis Herbst 2 Millionen Exemplare genannt, die sich verkaufen. Ob das klappt, ich weiß es ja nicht. Allerdings hat er auch gesagt, dass die Nintendo Switch am Release oder allgemein ohne vorinstallierten Spiele oder Demos kommen wird. Das heißt, ihr kauft euch das Ding und habt nichts drauf. Einfach nichts. Wenn ihr, ob Mies oder Co. da sind, oder noch nicht gesagt, aber es hieß ja ohne vorinstallierten Spiele, also, ja, ich denke, dass Mii und Co. dabei wären, wäre ja auch dumm, wenn nicht. Aber, auch wieder ein kleiner Nachteil, leider, schade. In Japan wurde eine Umfrage gemacht bei 1400 Personen im Alter von 20 bis 60 Jahren und sie haben die Leute gefragt, ob sie sich eine Switch kaufen wollen. Unter den Strich skalieren sich laut Sirabe, tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche, dass 10,7% der Befragten darüber nachdenken, eine Switch zu kaufen. Auf Japan hochgerechnet würde das über 12 Millionen verkaufte Systeme ausgehen. Ja, wäre krass, aber glaube ich nicht. Weiterhin heißt es, dass es interessant ist, dass die Altersklasse von 20 bis 39 am höchsten ist. Ja. Also hier gibt es auch ein Bild, wo man halt sieht, was halt am höchsten ist. Aber so ganz kapiere ich es nicht, ehrlich gesagt.
Ja, ich kann es euch einmal einblenden, aber ich blicke es nicht wirklich. Das war es auch eigentlich von den ganzen News. Wir haben nichts Besonderes in der letzten Zeit. Das ist eigentlich ziemlich ruhig von den News her. Wenn es wieder was Geiles, Atemberaubendes gibt, melde ich mich wieder sofort wieder. But nur hatte ich da News sagen, die gerade im Moment so herumgeistern und keiner was davon erwähnt. Dann würde ich sagen, Freunde, das war's vom Video. Lasst eine Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.